Leute. Freunde. Was geht ab, Mann? Wir waren jetzt gerade in unsere neue Bude hier in Paris und eine Wohnung gemietet für einen Monat. Ganz genau. Sachen sind schon oben. Oh, ey, Jungs, habt ihr klasse gemacht. Ey. Immer gerne, Jungs. Die ganzen Sachen hier. Jetzt gucken wir uns das mal hier alles an. Geh mal hier. So müde, Alter. Ich auch lange Fahrt. Ich will mich einfach nur hinlegen. Ich bin die ganze Zeit gefahren, was soll ich sagen? Oh. Ich will rein. Sesam, öffne dich. Holzniveau? Ja. Oh. Ja. Der sieht geil aus. Geil. Holz, die hast du. Humle. Hey, yo, stabil, Alter, stabil. Oh mein Gott, das ist ein Klavier. Oh mein Gott. Du kannst doch Klavier spielen. Auf die Plätze, falls ihr euch fragt, was machen wir hier? Wir sind in Paris, wir haben uns hier mehr oder weniger eine Zweitwohnung gegönnt für Man die nächsten Wochen. Man hat uns abgeschoben, das ist der wahre Grund. Hier, die vier von der Tanke, Leute, in Paris unterwegs. Folgen auf jeden Fall frische Videos auf allen Kanälen, checkt die Leute aus. So. Ja, wir werden hier eine geile Zeit verbringen, Leute. Ich freue mich. Wir sind übermüde, wir cutten jetzt. Bis gleich. 6,5 Stunden später. KK! Da kommt der Striker. Unser Notar, ey. KK! Ja, so sieht's hier aus. Jedenfalls, es ist eine große Bude und wir haben 200 Quadratmeter. Wir sind 4 Personen, falls ihr es jetzt gemerkt habt. Aber wir haben nur 3 Betten. Und eine Couch. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer schläft wo? Ja, guck mal, das ist richtig bereit. KK, wenn du jetzt nicht gleich hier bist, dann musst du die Couch nehmen, ne? Wir so YouTuber, wir klären das mit einer Challenge, beziehungsweise mit einer Wette. Wir gehen jetzt gleich nämlich zum Fußballspiel, Frankreich gegen Wales, Freundschaftsspiel im Stadion. Ja, wir haben uns überlegt, wir tippen jeder das Spiel und derjenige, der es richtig tippt, der darf auf jeden Fall entscheiden, wo er schläft. Ganz einfach, ne? Das ist die Bettenwette, Leute. Hammer, oder? Daumen hoch dafür. Während ich hier rumlaufe, suche ich noch jemanden von Insta, den ich grüßen kann. Wenn ihr auch... Ey, guck mal, das ist auch am Vlog. Ey, was geht da? Falls ihr auch gegrüßt werden wollt, schaut auf Instagram vorbei. Ich suche einen Kommentar raus. Und Leute, das hier ist das Schlafzimmer, um das wir uns eigentlich alle streiten. Fühlt sich schon sagen, jemand. Holzniveau. Und da haben wir auch schon einen glücklichen Gewinner, und zwar Raw the Beast. Danke für deinen Kommentar, Bruder. Du bist echt ein Beast. Stabiler Typ, ey. Danke für deinen Support. Wir sehen uns. Wir haben keine Zeit mehr, Bruder. Ja. Oh mein Gott. Warte, ich werde nicht. Los, hier geht's doch lang, oder? Na, hier ist ein Bad. So, Leute, jetzt geht's auf. Wir sind mit dem Auto. Holzi, KK, Strikey, Yalla Habibi. Die Gerüchte stimmen. Ich bin getreten. Ja, es ist so. Stinkt richtig krass, Alter. Also ich kann mich hier nicht aufs Fahren konzentrieren. Es riecht so bestialisch, Mann. Schmeiß mal diesen Schuh aus dem Fenster. Egal, ich kauf dir einen neuen. Ich kauf dir zwei, aber schmeiß die weg. KK, was sagst du dazu? Ich rieche auch gar nicht hinter dir, Bro. Danke, die Bro. Lügen alles Fake News. Oh, ich will euch nicht weiter belästigen mit meinem Schuh. Be free! Froh Marsch! Auf den Kasachstan, froh Marsch! Verkackt! Der Junge ist den ganzen Tag am Vloggen wie ein Profi, ey. Ja, aber ich hab meinen Vlog nicht so gut hingekriegt. Das ist halt so das erste Mal. Hast doch so viel Film, Digga, jetzt. So viel schief gegangen, Batterien vergessen. Speicherkarte voll. Aber die Tickets hast du jetzt, ne? Tickets habe ich, Kamera nicht dabei. Leute, gleich werdet ihr unsere Tipps hören. Alter, was ist das? Ich kann gar nichts machen, Alter. Ich kann nichts. Was bist du ein YouTuber, Alter? Alle deine Akkus sind leer. YouTube-Karriere verkackt wegen Akkus. So, Leute, thanks for watching Strikes, man. Yeah, what's going on? Guck mal hier, Pogba's Ding. Pogba. Wir sind wie immer zu spät dran. Wahrscheinlich ist der Anpfiff schon vorbei. Also vielleicht steht es auch schon 5-0. Also, jeder sagt jetzt in die Kamera heimlich sein Ergebnis. Ich fange an. Also, ich sage 2-0 für Frankreich. Ich habe das offizielle Ergebnis hier für euch, Freunde. 2-0 Frankreich. So, Freunde, ganz klar. 2-0 Frankreich. Vertraut mir. Jetzt fehlt nur noch der Lauro, aber der kommt nicht durch diese Sicherheitskontrolle da. Wegen seinem Stativ, Mann. Ja, das ist alles am Arsch. Strikers! Strikers! Mein Tipp ist 3-1. Frankreich. Ich hoffe, keiner hat es getippt. Wenn ja, dann müssen wir uns wohl schlagen. Das ist mein Tipp. Und was glaubt ihr? Ich meine, ihr kennt ja schon das Ergebnis, aber naja, gucken wir mal. Die kennen ja schon. Für uns ist das jetzt so mega aufregend. Wer hat für den euch richtigen Tipp? Das und Spiel ihr wisst sehen, so. Ja. Aber egal. Kann man nichts machen. Wir werden gleich herausfinden, wer das geile Bett kriegt. Thanks for watching. Ich sage, wir haben alle das gleiche getippt.
Was ist hier los? Wir kommen rein, es läuft hier schon, Alter. Stadion, peace, was geht? Ja, das ist es, das ist es. Hey, yo. Frankreich, ihr wisst ja jetzt schon, wer sein Tipp ich vielleicht schon gestern. Ey, ich bin auch gut dabei. Halbzeit, Freunde, steht 1-0 Frankreich. Mein Tipp ist auch noch drin. Wessen so Tipp? Gesagt, ja, meiner auch. Oder? Tot, ne? Ja, ja, hier. Ihr wisst, was ich getippt habe. Ihr wisst das, Alter. Ja, und wie sieht's aus? Ja. Die Leute wissen das. Alter. Ja, ich hoffe, nur keiner hat so getippt wie ich. Du hast vielleicht gut getippt, aber ich habe besser getippt. Niemals. Zweite Halbzeit. Griezmann wurde gerade ausgewechselt. Immer noch 1-0. Mein Tipp lebt. Ja, ist gelaufen, ey. Ihr wisst selber. Lauro wieder am Puttern, ne? Ja, so muss das sein. Denselben Content habe ich auch gerade hochgeladen. Jetzt wird mir nachgemacht. Okay, ich sag einfach nicht. Aber ja, Griezmann ist ein heftiger Spieler. Ja, Mann. Schöne Haare hat der. Aber schönes Stadion, muss man sagen. Respekt an den Architekten, ja. Oh, oh, oh! Boah, wie schlecht, Alter. Oh! Mein Tipp, Alter! Er rettet! Oh! Das war gerade so kurz davor, dass mein Tipp kaputt geht. Dreimal! Oh mein Gott! Was meine jetzt eins? Das ist echt nochmal eine heiße Fahrt. Jawohl, schöner Ball. Holzniveau, oder? Senden der Ball, Alter. Ey, mach nicht! Umtiti, halt ihn auf! Jawohl, Umtiti! Ja, mein Tipp, Leute! Ja, pass auf, Tor! Oh. Leute, beruhigt euch. Die letzte Minute läuft jetzt. Alle rasten hier komplett aus. Hey, abonniert Strikers. Oh mein Gott. Ich lag gerade auf dem Winkel, Alter. Jetzt nur das Ding ist durch. Die Frage ist nur, wer hat auch 2-0 getippt? Ich glaube alle. Das Ding ist durch. Nein, jetzt sage ich es nicht mehr. Laura hat gerade eine Minute so in die Cam geredet. Ich sag so, die Aufnahme lief gar nicht. Die Kamera steht einfach vor meiner Nase und sieht's aus. Warum macht man sowas? Keine Ahnung, Prank. Das ist jetzt echt ein guter Prank. Jetzt gleich ist vorbei, Bruder. Dann ist mein Tipp durch. Nein, war noch nicht abgehört. Pfeifen, Alter, ich denk so. Die Waliser sind schwach, da ist kein Stürmer. Ohne Bel ist da nichts. So, das, keine Ahnung, was sie hier machen. Hätten die uns auch spielen. Ja! Wir schlafen zu dritt im großen Bett. Also Leute, KK ist ein Ehrenmann. Yes. Der hat gesagt, er nimmt jetzt das mittlere Bett, damit Lars und ich ein bisschen sexy time haben können im großen Bett. Schreibt mal Ehrenmann in die Kommentare. Hashtag Ehren-K. Mit dem muss wieder hergestellt werden. Aber Lauro, der muss leider im Mini-Bett schlafen. Weil ich meine, Lars und ich, wir sind auch Ehrenmänner. Wir sagen, wir schlafen zusammen für euch. Also wir schlafen nicht zusammen, sondern wir schlafen zusammen, damit Lauro auch ein Bett hat. Damit du auch ein Bett hast. Das sind wahre Brüder, was soll ich mehr sagen? So ist es. Hier wird keiner alleine gelassen. Das sind die Brotatoes. Ich muss noch kurz meinen Tripod abholen. Dem wurde sein Stativ abgenommen. Hey. Das war voll. Das war unser Tag im Santiago Bernabeu. Jetzt geht's zurück in die Wohnung in Paris. So Leute, jetzt sind wir wieder zurück in unserer Bude. What up, man? Er hat leider das ganze Spielchen verloren. Ehrenmann.
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo Lars ist. Ich schätze mal auf dem Klo. Gehen wir jetzt das einmal durch hier. Also, KK, das ist sein Bett. Kamin, ja. Und Lauros Bett. Ey, richtig schönes Kinderzimmer hier. Das ist doch geil, Alter. Fromage. Yeah. Oh, mit der Glotze. Thanks for watching, Potatoes, man. Stay lit. Ich hört auf, meinen Spruch zu kopieren. Hey, ja, du hast den noch von uns, wir haben den damals schon gemacht. Spiel war lit, Leute. Immer die Glocke aktivieren. Oh, hey, Leute, ciao.